herzlich willkommen. Mein Name ist Tina Kaiser. Heute geht es um einen Film, der ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich stecke jetzt hier in diesem mega sexy Schwitzanzug, denn ich habe mir gedacht, wenn ich heute meine tägliche Yogastunde mache, dann schwitze ich vielleicht doppelt so viel Wasser aus. Aber das Schöne daran ist, in München kann man das ertragen, weil München hat schöne Clubs, München hat schöne Locations. Ich bin auf der Suche nach aktuellen Trends und Neuheiten und bin wirklich mal gespannt, was es hier alles Schönes zu entdecken gibt. Was tragen denn die Frauen in Dänemark momentan? Etwas in dieser Richtung. Beispielsweise. Sehr cool. Die dänischen Frauen gehen nie ohne Schmuck aus dem Haus, selbst wenn sie nur den Müll rausbringen. Da können wir deutschen Frauen uns wirklich noch was abschauen, oder? Würde ich sagen. Ja. Man weiß ja nie, wer man treffen wird. Tina trifft ab sofort die Bayern-Stars an ungewöhnlichen Orten der Landeshauptstadt. Diesmal Jerome Boateng im Kino. Jerome, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Angenommen, dein Leben wäre ein Film. Wie wird es dann weitergehen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich hoffe erfolgreich und dass ich, ja, wie im Film so Abenteuer lebe. Herzlich willkommen zu Tina trifft. Ich befinde mich hier heute in der FC Bayern Erlebniswelt. Thomas, servus. Hallo, servus. Du hast ja einen ganz berühmten Namensvetter. Thomas. Nee, nachher. Gerd Müller meinst du natürlich. Hallo und herzlich willkommen zu Fashion Daily TV. Es ist der zweite Tag der Berliner Fashion Week. Wir hätten hier noch eine Sache und zwar David Beckham ist heute unsere Anziehpuppe. Und ich würde dich jetzt ganz kurz bitten, sein Tattoo zu vervollständigen, was dir denn noch gefallen würde. Der ist aber schon für die Monika Ivankan reserviert. Komplett, der ganze Typ oder nur, oder welche Körperstelle? Also vorhin war es der Bauch. Ja, aber wenn die den Bauch genommen hat, dann kann ich dort die Brust hier nehmen. Dann hat das hier die Monika und dann hast du, wenn du möchtest, von mir aus gerne unten rum. Finde ich eine sensationelle Aufteilung. Oder? Milk Plus, die Droge mit der Extraportion Calcium. Flüssiges Glück wird übrigens in Deutschland seit 1516 nach dem Reinheitsgebot gebraut und in München wird sogar eine gesamte fünfte Jahreszeit danach ausgerichtet. Wiesn persönlich, Promis auf dem Oktoberfest. Hallo und herzlich willkommen zu Wiesn persönlich, Promis auf dem Oktoberfest. Heute Abend stürzen wir beide uns für Sie auf den Almauftrieb. Wir sind hier im Käferzelt und ich habe gerade zwei wunderhübsche Menschen hier gefunden und dann gehören die auch noch zusammen. Jana Kilka und Tore Schöllermann. Ja. Wir haben die schönste Moderatorin heute hier durch Zufall getroffen. Ja, meine Frau Kaiser, toll. Das ist auch wirklich schön. Aber ich hätte noch eine Frage an Sie. Ja? Was ist das für Dirndl, was Sie anhaben? Geht ja schon mit der Dirndlschleife los. Ne? Ist sie links, ist sie Mitte, ist sie rechts. Ja, das stimmt. Wie ist das? Frag mich nicht, ich trage es auch immer falsch. Mit dem Kopfschmuck, das haben die Schweden immer auf bei der Sonnenwendfeier. Das sind sogar echte Blumen. Ja, genau. Echt, wahr? Also, ein Kompliment von Sepp Maier, der ganz selten auf der Wiesn ist. Ja, ich hab's geschafft. Trinkst du auch was auf der Wiesn oder sagst du, du überstehst das Ganze nur nüchtern? Wie ist es denn bei dir? Ich habe heute bis hierhin alle betrogen und habe Alkoholfreies getrunken. Aber ich würde jetzt mal die Logik daraus schließen. Männer, die so betrügen auf der Wiesn, die sind dafür treu, oder? Weil sie nicht so viel saufen. Ja! Wir beschäftigen uns heute mit den teuflischsten Lachen, die Filmwelt zu bieten hat. Die Drei-Tage-Bärte gehören ja wirklich zu manchen Männern wie Explosionen zu Michael Bay-Filmen. Seneca Crane aus Die Tribute von Panem fängt da an, wo Harald Klöckler aufhört. Quasi das Arschgeweih unter den Gesichtsbehaarungen. Nix hier, keine Ketten, gar nichts, kein Bling-Bling im Gesicht. Und, also es geht auch anders, Harald Klöckler 2.0. Genau, dankeschön. Übrigens gibt es im Internet bereits jetzt auch schon Katzen, die ausschauen wie Charlie Chaplin. Der Witz hat auch so ein Bart, oder? Ich bin eigentlich Hundefan, muss ich dazu sagen, weil ich bin mit Hunden aufgewachsen. Also meine Eltern hatten schon immer, ich komme aus Bayern, hatten einen Dackel, der hieß dann auch Wasti. Ja klar, klassisch. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe ganz oft gelacht. Ich musste auch teilweise die Hände vors Gesicht halten. Wir wünschen Ihnen jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Servus. Servus.